Neben dem Studium alles über die Tram in München lernen. Für Alexander Löhr gehört das zum Alltag, denn er macht wie noch 8 andere Studenten gerade die Ausbildung zum Trambahnfahrer bei der Münchner Verkehrsgesellschaft. Als ich jugend kleines Kind war, war ich so, Trambahnfahren ist mega. Und als diese Ausschreibung kam, bewirb dich zum studentischen Trambahnfahrer, dachte ich mir, komm, diese Chance nutzt du jetzt und bewirb dich einfach mal. Und ich hatte Glück, das heißt, ich habe mich beworben und wie man sieht, sitze ich jetzt hier. Auch Moritz Riem wird gerade zum Trambahnfahrer ausgebildet. Er möchte neben seinem Studium noch praktisch arbeiten und dabei noch gutes Geld verdienen. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil ich im Jurastudium sehr theoretisch unterwegs bin und mit der Ausbildungsstelle hier die Hoffnung habe, auch ein bisschen mehr ins Praktische reinzukommen, einen kleinen Ausgleich zu finden und auch mal abseits der Bibliothek was von München zu sehen. Die MVG hat wie viele Betriebe bundesweit mit einem Mangel an Fachkräften zu kämpfen. Mit der Resonanz zum Ausbildungskurs für den Fahrdienst bei der Tram, der sich teilweise explizit an Studierende richtet, ist die MVG sehr zufrieden. Wir haben einige Kandidaten gewinnen können. Und ich habe den Eindruck, dass die Ausbildung sehr, sehr gut ankommt. Es gibt noch kleinere Dinge, die müssen wir beheben. Aber ich glaube, die neuen Kollegen fahren sehr gerne und finden auch die Ausbildung an sich sehr gut. Anders als im oft sehr trockenen Studium ergänzt bei der MVG die praktische Ausbildung den theoretischen Unterricht. Die Auszubildenden können hier direkt in ihr neues Berufsleben eintauchen. Teamgeist, Spaß und Wissen sind dabei essentiell. Grundsätzlich haben wir 14 Tage Theorie, inklusive 2 Prüfungen, Zwischen- und Abschlussprüfungen, die beide bestanden werden müssen, dass man dann eben in die Praxis kommt. Für die Studierenden haben wir die Praxis etwas angepasst. Heißt, dass wir genau in den Semesterferien die praktischen Fahrstunden und die Störungsbehebung am Fahrzeug absolvieren. Gleichzeitig war uns aber wichtig, dass wir eben nicht die Zeiten runterkürzen. Das haben wir dadurch erreicht, dass wir entsprechend mit mehr Ausbildern in der Zeit die Studierenden ausbilden können. Und auch in den Bereichen U-Bahn und Bus haben sich die MVG und die Stadtwerke München neue Maßnahmen überlegt und Lösungsansätze entwickelt, um mehr Menschen für sich zu gewinnen. Im Bereich Schiene haben wir in Vorbereitung eine Ausbildung in Teilzeit, wo es möglich ist, nebenher noch einen Deutschkurs zu machen. Das heißt, wir wenden uns hier noch an Leute, die einen Migrationshintergrund haben, die schon im Land sind, aber vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen. Das machen wir für die Schiene. Und für den Busbereich lassen wir jetzt Leute ausbilden von einem Partner in Spanien im Moment und gehen dort wahrscheinlich auch noch in weitere Länder wie Albanien oder Serbien.